Genau so, Alter. Aus dem restlichen Teil machen wir einfach so ein ganz großes Einhorn, wo was ganz schlecht wird. Die schreiben bestimmt so in die Kommentare: Ja, wir kneten voll falsch, lassen das lieber uns machen. Wir können das nicht, ey, typisch Männer oder sowas. Wir können es, Sina, wir können es. Ich vor allem. Bah. Das ist Karma. Das ist Karma. So, dann holen wir erstmal die zweite Kamera hinzu. Jetzt haben wir hier schon mal Waffeleis, weil wir heute noch ein bisschen Teig übrig. Da machen wir ein paar Waffeln. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. So, hier guck mal, eine Ofen. Sieht eigentlich schon sauer. Ah, mein Essen ist verbrannt. Mein Essen. Also ich würde sagen, die sind gut. Schnell. Hier holen wir uns mal Backhandschuhe. Schnell. Die ist nicht verbrannt. Scheiße. Die sind ein bisschen verbrannt. Also sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Das war so klar, Alter. Das ist Einhorn. Das dreibeinige Einhorn. Und hier haben wir jetzt unsere leckere Plätzchen vor uns stehen. Ich blende euch hier gerade Bild in. Und das war's schon mit dem Bild. Condemner Bros und Josh. Ja. Wir werden jetzt mal unsere leckeren Plätzchen hier probieren. Und dann werde ich dann mal den Geschmack ein bisschen beschreiben. Was ist so. Was ist das? Okay, ich probiere es eher auf jeden Fall mal. Hanni, war der jetzt so richtig rum für die Kamera oder so? So. So, ne? Ja. Also man sieht auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein bisschen flüssig. Ja. Ich merke eigentlich. Ich merke gar nichts. Aber gut, ist ein voller Erfolg. Naja. Es ist nicht gerade so wie aus Omas Fisch oder so. Ja, noch besser. Aber ich glaube, dass sie so entstanden sind, sind sie eigentlich richtig gut. Okay, jetzt warten wir mal, bis hier unser Einhorn fertig ist. Wenn das fertig ist, melden wir uns nochmal und ich würde sagen, wir machen jetzt zuerst mal die Waffeln, wo wir gesagt haben. Was machst du? Was noch in der Mitte? Ich hoffe, das reicht mal so. Und das Einhornplätzchen, es ist soweit. Wir lassen das jetzt noch ein bisschen abkühlen und dann gucken wir mal. So, hier haben wir das zweite Blech jetzt und zwar beim Einhorn. Achso, wir blenden euch hier jetzt ein Bild in. So, genug vom Bild. Ich würde sagen, jetzt probieren wir das Ganze mal. Ich will es vorne essen, ja? Ja. Also hier ist es vorne. Schade, Ben. Okay. Halt. Hören wir es an. Von Eierstahl gefunden. Das schmeckt wirklich so, als würde man irgendwie Regenbogen essen. Natürlich nicht, aber bei unseren Backkünsten. Das ist ja doch härter wie bei der Jelly Beans Challenge. Wir lassen das jetzt erstmal weiter abkühlen und dann gucken wir mal, was wir damit machen. So Josh, ich würde mal sagen, wir gucken jetzt mal hier nur da Waffeln. Und heb hoch. Oi, das sieht doch eigentlich mal ganz richtig lecker aus. Die ist noch nicht ganz gut, ist auf jeden Fall noch heiß. Dann lassen wir die mal noch ein bisschen drin und keine Ahnung, was wir mit dem Teig noch machen. Wir lassen uns irgendwas Cooles hinfallen. Okay, wir haben ja gesagt, dass wir irgendwas noch aus dem restlichen Teig machen wollen und wir sind so auf die Idee gekommen. Das sieht irgendwie aus wie Kacke. Und gleich kommt der Luca noch mit der anderen Pandora Bro hier und wir werfen das einfach dann in die Toilette leer und mal gucken, wie Luca drauf reagiert. Wir werfen vielleicht noch ein bisschen Nutella an, als Klopapier machen und drauf legen oder so und mal gucken, wie Luca reagiert. Wir sehen uns dann gleich auf der Toilette. Boah, das sieht so ekelhaft aus. Okay. So, also das sind unsere vorbereitete Präparate, der hier ist mein Lieblingskackbolzen. Wir werfen das jetzt einfach so. Ah. Ekelhaft, Alter. Boah, das sieht so echt aus. Jetzt holen wir hier noch zwei Blätter Klopapier und das Glas Nutella. Was?
Obwohl man weiß, dass Nutella ist, das jetzt schon so ekelhaft hier anzugucken. Weil es einfach in dieser Zusammensetzung mit Klopapier halt. Okay, das ist ja auch nett. Wir verstecken jetzt noch eine Kamera und dann warten wir mal, bis Lukarin kommt. Fühlt sich auf jeden Fall eklig an. Hey, das ist ja hart, Alter. Ja, das ist doch ganz roh, Alter. Hier haben wir mal den rohe Scheißteil. Schmeckt der? Ey, das schmeckt, als würde man das nicht können. Wir können es alle. Warte, wir hören uns an. Wir beenden das Ganze hier jetzt. Mhm. Auf jeden Fall sind wir hier mal fertig. Wir räumen jetzt erstmal ein bisschen auf und dann bis gleich. Im Klo. Bleib da drin. Ich splash mich jetzt. Nee, hol mir das Statement dort dazu.